Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 7410. Bundesregierung will gefährliche Fracking-Methode in Deutschland ermöglichen. Die nordrhein-westfälische Landesregierung muss sich für ein Komplettverbot einsetzen. Ich eröffne die Aussprache und erteile für die Piratenfraktion Herrn Rohwedder das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne und draußen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aus aktuellem Anlass befassen wir uns mal wieder mit dem Thema Fracking. Am 9. November 2012 hatten wir zum Thema schon den Antrag 16.1266 und am 15.05.2013 wurde unser konsequenterer Antrag 16.2893 hier abgelehnt. Es hat sich nichts an unserer Haltung geändert, die in einer Resolution des BUND so knapp, richtig und präzise beschrieben ist. Die Förderung unkonventioneller Gasvorkommen muss verboten werden. Es handelt sich um eine Hochrisikotechnologie, deren Folgen nicht kontrollierbar, nicht rückholbar, nicht reparierbar sind. Alle bisher erprobten Techniken sind zu risikoreich für Menschen, Umwelt und Ressourcen. Bei Unfällen gibt es keine Gegenmaßnahmen, die angewendet werden können. Und die Gefahren, die führe ich hier jetzt nicht detailliert auf, das sollte allgemein bekannt sein. Damals sagte ich in der Debatte, die Bundesregierung ist hilflos und wird vor der Bundestagswahl nichts mehr zustande bringen. Inzwischen hatten wir eine Bundestagswahl, es hat sich also etwas geändert. Die Fracking-Drückerpartei FDP ist nicht mehr im Bundestag und Regierung. Die SPD mit dem ehemaligen Umweltminister Gabriel ist als Juniorpartner effektiver, als die FDP es war. Die Bundeskanzlerin ist ebenfalls ehemalige Umweltministerin. Aus ihrer Ägide stammen ein verkorkstes Dosenpfand und umgeschriebene, um nicht zu sagen gefälschte Gutachten zur nuklearen Endlagerung. Das sind jetzt also keine guten Voraussetzungen für eine Anti-Fracking-Gesetzgebung. Und so stehen wir dann auch vor dem Entwurf eines Fracking-Ermöglichungsgesetzes, das es zu verhindern gilt. Die Anti-Fracking-Bewegung und die großen Umweltverbände sind sich einig und wir teilen deren Auffassung. Es handelt sich bei dem Paket eher um ein Gleitmittel als ein Hindernis. Ein Gesetzes- oder Rechtsstaatsfracking ist hier geplant. Und wir in Nordrhein-Westfalen als besonders betroffenem Bundesland müssen über den Bundesrat und alle anderen Wege jetzt weitere Schritte hin zu einem Komplettverbot ergreifen. Das bisherige nordrhein-westfälische Moratorium wird nicht reichen, weil das neu geplante Bundesrecht es aufheben wird. Und in der Debatte zum ersten Tagesordnungspunkt heute früh haben wir schon gesehen, was mit fossilen Energien ist, welches Schicksal die haben. Fracking ist eine fossile Energie. E.ON geht gerade vorweg. Und Fracking ist ein totes Pferd. Wir begrüßen ausdrücklich, dass inzwischen der Grüne Landesverband Niedersachsen und der letzte Bundesparteitag der Grünen der Korbacher Erklärung der Anti-Fracking-Bewegung beigetreten sind. Und wir sind gespannt auf die Stellungnahme der Grünen Landtagsfraktion besonders, aber auch alle anderen Fraktionen und bitten um Zustimmung zu dem Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rohwedder. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Sundermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden, das hat der Kollege Rohwedder ja auch gesagt, heute zum wiederholten Male über das Thema Fracking. Ist häufig hier diskutiert worden. Ist insofern natürlich auch richtig, weil es ein Thema ist, was die Menschen bewegt. Es interessiert die Menschen und es emotionalisiert auch die Menschen, gerade in meiner Region, im Münsterland. Und wenn wir über emotionale Dinge sprechen, ist es immer sehr wichtig, dass man sich diesen Themen seriös nähert. Basis Ihres Antrages sind ja Presseberichte, Vorschläge zweier Bundesministerien liegen auf den Tisch. Sie interpretieren in Ihrem Antrag einiges hinein. In Ihrem Antrag befinden sich daher auch konsequenterweise hauptsächlich Allgemeinplätze zum Thema. Was allerdings aus unserer Sicht nicht anständig ist, Sie spielen auch an dieser Stelle wieder mit den Ängsten der Bevölkerung. Meine Damen und Herren,
Was können wir denn hier feststellen? Über was reden wir denn in Nordrhein-Westfalen? Ich denke mir, den Sachstand müssen wir hier auch immer, weil letztendlich sind wir hier im Landtag Nordrhein-Westfalen nochmal auf den Punkt bringen. Wie ist die Faktenlage? Seit dem 18.11.2011 haben wir ein Moratorium, das Fracking auf dem Erlasswege praktisch untersagt. Und seit September 2012 haben wir ein Risikogutachten, das von der Empfehlung her eindeutig ist. Fracking soll nicht zugelassen werden, bevor offene Fragen und Risiken geklärt sind. Und diese Fragen sollen im Dialogprozess geklärt werden mit wissenschaftlichen Gutachten in einem entsprechenden Kreis, wo alle Beteiligten an einen Tisch sollen. Das sind die Kommunen, die Wasserbehörden, Umweltverbände, die Landesbetriebe, Bürgerinitiativen und auch die Vertreter der Wirtschaft an dieser Stelle. Die Linie, unsere Linie hier in Nordrhein-Westfalen ist daher klar. Der Schutz von Gesundheit und des Trinkwassers steht an allererster Stelle. Das ist die NRW-Position. Und so steht es im Übrigen auch im Koalitionsvertrag von SPD und CDU auf Bundesebene. Was liegt nun vor? Ein Gesetz- und Verordnungspaket zum Wasserhaushaltsrecht, zum Naturschutzrecht und auch zu bergrechtlichen Veränderungen ist in der Ressortabstimmung. Die Länder und Verbände werden beteiligt. Und meine Damen und Herren, Herr Rohweder, wir haben nicht das Gefühl, dass hier etwas übers Knie gebrochen werden kann. Und erlauben Sie mir die Prognose, am Ende werden wir kein Fracking-Erlaubnisgesetz haben, wie Sie vorgestellt haben. Am Ende werden wir sicherlich ein anderes Ergebnis haben. Und viele Punkte, die in diesem Paket stehen, müssten auch eigentlich auch Ihre Zustimmung finden. Wir haben ein Verbot in Wasserschutzgebieten. Es gibt deutliche Aussagen zum Einsatz toxischer Substanzen. Wir führen eine umfassende UVP-Pflicht ein. Und die Bergbehörde muss zukünftig im Einvernehmen mit den Wasserbehörden diese Dinge regeln. Meine Damen und Herren, wir müssen, das hatte ich schon gesagt, Bedenken der Bürger ernst nehmen. Aber wir dürfen nicht mit ihren Ängsten spielen, um auf einen kurzfristigen politischen Erfolg zu zielen. Unsere Politik ist gekennzeichnet durch Aufklärung und nicht durch Angstmacherei. Und Aufklärung ist nichts anderes als der Austausch von Argumenten, meine Damen und Herren. In diesem Sinne ist Ihr Antrag kein seriöser Beitrag zum Austausch von Argumenten. Wir lehnen ihn ab. Glück auf. Vielen Dank, Herr Sundermann. Und für die CDU-Fraktion hat das Wort nun Frau Kollegin Schulze-Vöcking. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Schon mehrfach haben wir hier zu diesem Thema intensiv und ausführlich diskutiert, zum letzten Mal im Mai 2013. Wir führen also keine neue Debatte. Und da wir schon viele Argumente bereits ausgetauscht haben, sollten wir nach wie vor sehr sensibel mit diesem Thema umgehen. Und das machen wir ja auch. Mitunter kommt es auf jedes Wort und jeden kleinen Nebensatz an. Sachlichkeit, Klarheit und Verbindlichkeit in der Aussage sind ein absolutes Muss, wie Herr Sundermann es auch bereits schon sagte. Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren der Piraten, ein wenig Kritik an Ihren Antrag. Die Überschrift erweckt den Eindruck, die Bundesregierung habe für ein flächendeckendes Fracking Tür und Tor geöffnet. Das stimmt nicht, und Sie wissen das. Zumindest hoffe ich das, dass Sie das wissen. Weder will die Bundesregierung gefährliches Fracking in Deutschland ermöglichen, noch ist es bereits als Gesetz verabschiedet. Wir stehen am Anfang einer intensiven parlamentarischen Debatte mit Befassungen in den Ausschüssen, Anhörungen und allem, was dazugehört. Sie fordern in Ihrem Antrag ein Komplettverbot und stellen den Antrag hier und heute zur direkten Abstimmung. Das zeigt, dass Sie nicht wirklich willens sind, sich da dementsprechend intensiv mit der Materie und dem Vorhaben der Bundesregierung auseinanderzusetzen. Und Sie stellen heute eine Maximalforderung zur Abstimmung. In unseren Augen geht es Ihnen um den Effekt, nicht aber wirklich um die Sache. Wir als CDU haben jedoch den Anspruch, das Thema Fracking ganzheitlich zu betrachten und differenzierte Antworten zu geben. Sie bekommen von uns weder die Zustimmung zu einem immerwährenden Komplettverbot noch die Zusage zu einem Staat ohne Auflagen. Unsere Position ist klar. Wir lehnen die Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten durch Fracking mit den zurzeit angewandten Technologien ab. Und Herr Rohweder, am 14. Mai 2013 haben wir bereits in einem Entschließungsantrag hier im Hause unsere Haltung wie folgt dargelegt.
Der Landtag lehnt die Erdgasgewinnung aus unkonventionellen Lagerstätten durch Fracking nach dem jetzigen Stand der Technik ab. Die Ausbeutung dieser Lagerstätten kann erst dann zugelassen werden, wenn sie technisch ohne den Einsatz giftiger und wassergefährdender Stoffe möglich ist. Diesem Antrag haben neben der CDU die SPD, die Grünen und die FDP zugestimmt. Wie gesagt, unsere Position ist klar. Wir brauchen hier keine Ängste schüren. Und sollte es zukünftig eine Technik geben, irgendwann eine völlig unbedenkliche Förderung, die eben eine unbedenkliche Förderung zulässt, können wir über das Thema auf dieser neuen Grundlage dann sprechen. Wir werden auch dann den gesamten Sachverstand zu Rate ziehen und alle Stimmen hören. Denn Sorgfalt und ein ganzheitlicher Ansatz ist bei einer solchen Entscheidung wichtiger als vorschneller Tatendrang. Und nebenbei, mitunter wird über das Fracking gesprochen, als läge darin die einzige Lösung unserer Energiefrage. Wie aber sehen die Fakten genau aus? Nach Erhebungen der Internationalen Energieagentur betragen die Schiefergasreserven in Deutschland rund 200 Milliarden Kubikmeter. Bedenkt man jedoch, dass alleine der Erdgasverbrauch in Deutschland im letzten Jahr rund 84 Milliarden Kubikmeter betrug, dann relativiert sich diese Zahl sehr schnell. Die Gesundheit des Menschen, eine intakte Natur und die Reinheit unseres Trinkwassers sind für uns nicht verhandelbar. Dazu stehen wir nach wie vor. Und solange die Unversehrtheit dieser Güter nicht garantiert werden kann, so lange kommt für uns hier Fracking nicht in Frage. Vielen Dank, Frau Kollegin Schulze-Völking. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Frau Kollegin Brems. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir haben eben schon gehört, wir haben schon viel über Fracking debattiert und scheinen in unserer Ablehnung dieser Hochrisikotechnologie auch nah beieinander zu sein. Leider manchmal in einigen Nuancen und die FDP schert da leider an der einen Stelle immer mal am meisten aus. Ich finde das sehr schade, aber klar ist, wir lehnen das Fracking ab und für die rot-grüne Koalition geht der Schutz unseres Lebensmittels Nummer eins vor möglichen Wirtschaftsinteressen. Das haben wir schon im Koalitionsvertrag 2012 festgehalten. Wir haben hier einen rot-grünen Antrag im Oktober 2012 beschlossen und genau diese Aspekte dargestellt. Und eben wurde auch schon mal auf den Antrag, der hier von vielen Fraktionen gemeinsam getragen wurde, aus dem letzten Jahr eingegangen. Das heißt, wir haben an vielen Stellen unsere Kritik deutlich gemacht. Und ich persönlich möchte dann auch noch mal klarstellen, dass die Äußerungen von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die sagt, solange sie in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsidentin sei, werde es hier kein Fracking geben, nur absolut unterstützen kann. Also meine Unterstützung, die Unterstützung unserer Fraktion hat sie an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, was liegt jetzt vor? Vorschläge von zwei Bundesministern, Umwelt und Wirtschaft. Und wir sehen schon an einigen Stellen Kritik an einigen Punkten. Sicherlich gäbe es, wenn das genauso umgesetzt werden würde, einige Verbesserungen im Vergleich zur jetzigen Situation. Herr Sundermann ist darauf sehr stark eingestiegen. Aber unserer Meinung nach ermöglicht eben dieses angebliche Verbotsgesetz zahlreiche Ausnahmen. Ich möchte auf vier Aspekte da kurz eingehen. In dem Vorschlag von Hendricks und Gabriel wird davon ausgegangen, dass man Fracking unterhalb von 3000 Metern dann wieder machen kann. Diese Grenze ist absolut willkürlich gewählt. Und wir hätten das Problem, dass auch nach den Gutachten, die hier in Nordrhein-Westfalen gemacht wurden, Vorkommen von unkonventionellem Erdgas auch in dieser Tiefe in Nordrhein-Westfalen zu finden sind. Das heißt, damit wäre schon klar, in Nordrhein-Westfalen wäre nach den Vorlagen Fracking möglich und es würde das sehr schwierig machen, das hier auszuschließen. Ein zweiter Aspekt, es gibt keinerlei Aussagen dazu, wie mit dem Abfall umgegangen wird. Also das, was man wieder nach oben holt, an Flowback, an
Chemikalien, die man nach unten gepumpt hat vorher. Und es wird also weiter verfahren nach dem Prinzip, wie es in den letzten Jahren und Jahrzehnten leider in Niedersachsen passiert ist, nach dem Prinzip aus den Augen, aus dem Sinn. Wir sind der Meinung, das kann man so nicht machen, und deswegen lehnen wir diesen Punkt ganz klar ab. Ein dritter Punkt, es wird darauf verwiesen in den Entwürfen von Henriks und Gabriel, in Zukunft solle eine Expertenkommission Empfehlungen über die Entscheidung abgeben. Ich sehe das kritisch, dass diese Entscheidung ausgelagert werden soll an ein Gremium, was so noch gar nicht richtig klar ist, welche Kompetenzen es ganz konkret haben wird. Und nach den Vorstellungen ist davon auszugehen, dass leider auch fracking-freundliche Experten dort die Mehrheit stellen würden. Das heißt, da ist fraglich, wie diese Expertenkommissionen sich äußern würden. Und den vierten Kritikpunkt an dem Entwurf, der ja noch nicht mal im Kabinett ist, im Kabinett gewesen ist auf Bundesebene, ist ein Punkt, den Frau Schulze-Vöcking dankenswerterweise eben schon angesprochen hat, und zwar die vorgetäuschte Unabhängigkeit von Gasimporten. Es wird an einigen Stellen in den Gesetzentwürfen leider davon gesprochen, dass damit die Abhängigkeit reduziert werden kann. Andererseits, und das finde ich eine Kuriosität, gibt es dazu passend FAQ, also häufig gestellte Fragen und die Antworten darauf, die die Bundesregierung selber veröffentlicht hat. Und darin steht, dass sie selbst für Fracking in Deutschland keinen substanziellen Beitrag zur Energieversorgung sieht. Andererseits wird eben dann das Fracking an unterschiedlichen Stellen mit zahlreichen Ausnahmen ermöglicht. Wir finden, das ist ein Widerspruch in sich, und diese Abhängigkeit, die Unabhängigkeit, die man sich angeblich damit verschaffen will, die sehen wir so nicht. Die Unabhängigkeit vom Ausland kriegen wir wirklich nur mit erneuerbaren Energien hin. Sehr geehrte Damen und Herren, die Kritik an Plänen im Bund habe ich hier dargestellt. Wir müssen aber ehrlich gesagt in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt mal abwarten, was aus diesen Plänen überhaupt wird. Ich habe eben schon gesagt, die Vorlagen sind noch nicht mal durchs Kabinett. Die Vorlagen befinden sich seit Wochen in der Ressortabstimmung. Wir hatten schon mal ein ähnliches Verfahren. Da hießen die Minister noch Rösler und Altmaier, und da ist auch nie was draus geworden. Von daher warten wir doch mal ab, was da passiert, und setzen uns natürlich in der Zeit dafür ein, dass die Kritikpunkte, die wir daran haben, so nicht passieren. Ich hoffe, dass es noch Veränderungen an den von mir genannten Stellen gibt. Wir haben an dieser und vielen anderen Stellen unsere Kritik als Grüne hier geäußert und unser Engagement auch dargestellt und benötigen daher weder eine Aufforderung von Ihnen zu einem Bekenntnis noch Handlungsaufträge und lehnen daher Ihren Antrag ab. Vielen Dank, Frau Brems. Und für die FDP spricht nun Herr Bombis. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, ich bin Frau Brems für den Schluss Ihrer Rede und die darin festgestellte Tatsache ausgesprochen dankbar, dass wir im Grunde genommen keine Debattenlage haben, denn wir haben de facto keine neue Sachlage. In Berlin befindet sich das Kabinett noch nicht mehr in der Befassung. Die Entwürfe sind in der Ressortabstimmung. Ob wir jemals und was für eine Vorlage wir dann kriegen, bleibt dahingestellt, und von daher sehen wir auch keine veränderte Basis für die Situation in NRW. Frau Schulze-Vöcking ist auf den gemeinsamen Beschluss des Landtages, an dem die FDP im Übrigen ja beteiligt war, Frau Brems. Insofern sehe ich auch das Ausscheren meiner Fraktion an der Stelle nicht, hat auf diesen gemeinsamen Beschluss hingewiesen. Und ich kann hier nur noch mal betonen, die Haltung der FDP-Fraktion zum Thema Fracking hat sich in dieser Hinsicht auch nicht verändert. Wir sind als FDP-Fraktion unter keinen Umständen bereit, unkalkulierbare Risiken für die Gesundheit der Menschen in diesem Land einzugehen. Das ist so, das war so und das wird so bleiben, meine Damen und Herren. Und gerade deshalb halten wir es nach wie vor eben auch sehr wichtig, dass wir eben aufklären, dass wir verantwortlich mit dem Thema umgehen, dass wir sehr transparent vorgehen, dass wir die Forschungsergebnisse kommunizieren. Das war ja im Übrigen auch die Aufforderung an die Landesregierung, hier weiterhin Grundlagen zu schaffen,
um gerade den Menschen am Niederrhein, in Münsterland, anderswo, die natürlich Sorgen haben, hier Sorgen zu nehmen. Und ein Antrag, und da kann ich dem Kollegen Sundermann nur beipflichten, der hier in erster Linie mit den Ängsten der Menschen spielt, der ist da mit Sicherheit nicht zielführend. Wir sollten hier keine politischen Spielchen spielen, sondern wir sollten ganz sachlich und verantwortlich mit dem Thema umgehen und eben zur Aufklärung der Menschen beitragen. Und im Übrigen, es ist auch ja nicht von uns erfunden, dass durchaus Chancen mit dieser Technologie verbunden werden. Der Weltenergierat, das Weltwirtschaftsinstitut in Hamburg formuliert, dass hier Chancen und Potenziale sind, fordert auf, Ergebnis offen zu prüfen. Nichts anderes ist ja das, was wir hier auch sehen. Zum derzeitigen Zeitpunkt sehen wir keine Grundlage. Wir sind klar der Meinung, hier muss weiter geforscht werden. Die Industrie ist laut Äußerungen des BDI inzwischen in der Lage, ohne giftige Chemikalien Fracking-Flüssigkeiten herzustellen. Auch dort wird es darum gehen, das genau sich anzuschauen, zu prüfen und dann aber auch weiterhin das sonstige Verfahren, Stichwort Flowback, anderes mehr ist angesprochen worden, genau unter die Lupe zu nehmen und alle Risiken sich anzuschauen, aufzuklären, abzuwägen und dann letztendlich unter ganz streng reglementierten und klar eingegrenzten Gesichtspunkten zu entscheiden, ob man irgendwelche Projekte zulassen kann, die aber eben sicher unkalkulierbare Risiken, ich wiederhole das nochmal, für die Gesundheit der Menschen ausschließen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Kollegin Müller-Witt? Bitte. Das ist nett von Ihnen. Bitte schön, Frau Müller. Herr Kollege Bombis, mich würde schon mal interessieren, ob das die generelle Meinung der FDP ist. Denn in der Haushaltsberatung am Mittwoch hat Ihr Kollege Ellerbrock sich gänzlich anders geäußert. Er hat sich pro Fracking geäußert. Ich empfehle, es tut mir leid, dass ich die Zwischenfrage nur so beantworten kann, Frau Kollegin. Ich empfehle da wirklich auch noch mal genau nachzulesen, weil auch der Kollege Ellerbrock hat den Beschluss in der Fraktion mitgetragen, der genau beinhaltet, dass unkalkulierbare Risiken für die Gesundheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen auf jeden Fall auszuschließen sind. Und dass, wenn es eine neue Sachlage gibt, wir dann auf Grundlage neuer Ergebnisse auf diese Sachlage reagieren und dann neu diskutieren. Und das heißt noch nicht eine Automatisierung in irgendeiner Hinsicht im Hinblick auf eine Erlaubnis, sondern dass wir dann die neuen Fakten einfach mal prüfen und dann hier weiter diskutieren. Das ist doch wohl eine Selbstverständlichkeit. Das wird Ihre Fraktion vermutlich auch nicht anders sehen. Meine Damen und Herren, ich will an der Stelle noch mal eines deutlich allerdings sagen. Wir möchten schon die Debatte jetzt dann auch nutzen, um die Landesregierung noch mal aufzufordern, hier weiter mit Nachdruck die Aufklärungsarbeit zu betreiben, in verantwortlicher, sachlicher Art und Weise den Menschen möglichst transparent darzulegen, wo sind die Risiken der Technologie, wo sind möglicherweise auch die Chancen der Technologie, wie ist das weitere Vorgehen. Und dann hat man möglicherweise irgendwann auch Entscheidungsgrundlagen, dann auch mit einer entsprechenden Basis aus Berlin. Aber eines wollen wir hier nicht, und das will ich an der Stelle auch mal ganz deutlich an die Adresse der Piraten sagen. Ohne Kenntnis solcher Grundlagen und ohne eine Basis, ohne eine Ahnung, auf Deutsch gesagt, einfach per se alles zu verbieten. Wenn wir nämlich so vorgehen, meine Damen und Herren, das ist im Übrigen auch eine Haltung, die niemals die FDP mittragen kann. Wenn wir so vorgehen, dann ist es für ein so sehr von Innovationen abhängiges Land wie Deutschland und wie Nordrhein-Westfalen das Ende aller Möglichkeiten. Dann sagen wir auch ganz klar, dann werden wir uns hier niemals weiterentwickeln. Dann kann man nur sagen, gute Nacht Nordrhein-Westfalen, gute Nacht Deutschland und in diesem Sinne jetzt von mir, schönes Wochenende. Vielen Dank, Herr Kollege Bombis. Und nun spricht die Landesregierung, Herr Minister Remmel. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat das Thema Erdgasgewinnung durch Fracking beschäftigt die Menschen nicht nur in Nordrhein-Westfalen, die Öffentlichkeit, die Politik, den Landtag nun bereits seit mehreren Jahren. Und ich muss kein Prophet sein, wenn ich an dieser Stelle sage, es wird auch noch längere Zeit uns gemeinsam beschäftigen.
Die Bundesregierung hat nun nach den gescheiterten Versuchen der letzten Jahre ein neues Gesetzespaket vorgestellt. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Dieses Gesetz ist an vielen Stellen nicht geeignet, den Vorstellungen, die der Landtag geäußert hat, die Vorstellungen, die die Landesregierung geäußert hat, vollumfänglich Rechnung zu tragen. Ich will das an mehreren Punkten deutlich machen. Wir haben uns hier verabredet, in der Tat auf wissenschaftlicher Basis einen Dialogprozess mit allen Beteiligten zu führen. Dieser Dialogprozess bedeutet, dass man sich die Meinungen gegenseitig auch sagen kann, aber dass man auch den Raum hat, dieses zu tun und nicht unter Druck steht, Genehmigungsentscheidungen in die eine oder andere Richtung zu treffen. Insofern hätte ich mir gewünscht, dass dieser Raum für einen solchen Dialogprozess auch eröffnet worden wäre durch eine entsprechende Gesetzesregelung auf Bundesebene. Zum Zweiten müssen wir konsistent bleiben in Nordrhein-Westfalen, wenn es darum geht, Positionen zu vertreten, gemeinsam, so hat der Landtag jedenfalls die Landesregierung aufgefordert, auch gegenüber unseren niederländischen Nachbarn, die ähnliche Vorhaben derzeit diskutieren. Es geht weiter darum, in einem Gesetzesvorhaben auf Bundesebene die Begriffsverwirrung, die es derzeit gibt, zu beseitigen. Die einen reden von unkonventionellen Lagerstätten, die anderen von unkonventionellem Erdgas, die dritten wieder von unkonventionellem Fracking. Was nun gesetzestechnisch derzeit vorliegt, klärt diese Begriffsverwirrung nicht, sondern bleibt bei der bisherigen Strukturierung. Im Übrigen rate ich sehr dazu, und das ist halt Haltung der Landesregierung, dass bisher bewährte Verfahren der Genehmigung nicht verlagert werden auf Expertengremien oder Sonstiges, sondern es muss bei nachvollziehbaren Genehmigungsschritten und dann auch den entsprechenden rechtlichen Möglichkeiten bleiben. Letztlich geht es um die Schutzgüter Wasser, Boden, Luft. Und hier sind die Interessen in Nordrhein-Westfalen sehr eindeutig gelagert. Wir haben einen sehr wichtigen Schatz, den wir schützen müssen, nämlich unser Wasser, unser Trinkwasser. Und hier nehmen wir die Ängste der Bürgerinnen und Bürger und eben die Schutzgüter besonders ernst. Ziel der Landesregierung ist es, den Einsatz von Fracking in NRW und insbesondere zum Aufschluss von sogenannten unkonventionellen Lagerstätten rechtssicher auszuschließen, da nicht gewährleistet ist, dass durch den Einsatz dieser Technik Gefährdungen für Mensch und Umwelt ausgeschlossen sind. Dies hat die Ministerpräsidentin mehrfach betont, und sie verweist dabei nicht nur auf die Gefährdungen durch die entsprechenden Technologien, sondern auch auf die Auswirkungen auf die Fläche, auf den Lärm und auf die sehr enge Bebauung und Siedlungsstruktur, die wir in Nordrhein-Westfalen haben. Wir werden uns deshalb auch im Bundesrat dafür einsetzen, dass die Interessen Nordrhein-Westfalens gewahrt bleiben, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Beachtung finden und wir insbesondere in unserer Positionierung sowohl im Land, aber auch gegenüber Dritten konsistent bleiben. Deshalb führen wir den transparenten Dialogprozess, so wie in der Landtag in seinem Beschluss Drucksache 19/2958 unterstützt und begrüßt hat, fort. Dieser Dialogprozess hat begonnen und er wird im nächsten Jahr durch eine professionelle Begleitung dann auch seine Fortsetzung finden. Insofern finde ich es bedauerlich, dass an dieser Stelle durch einen Antrag, der heute beschlossen werden soll, der Piraten, dieser Prozess sozusagen ein Stück in Frage gestellt wird, die Einigkeit, die im Landtag herrscht, möglicherweise unterminiert werden soll. Ich würde mir wünschen, eine einige Interessensvertretung des Landtages für die Interessen Nordrhein-Westfalens an allen Stellen, hier und in Berlin und gegenüber Dritten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Remmel. Und nun spricht noch einmal für die Piratenfraktion Herr Rohwedder. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuschauer. Herr Sundermann von der SPD sagte ja einiges zum Thema als erster Redner. Ich sage Ihnen, Herr Sundermann, die Bundesgesetzgebung ist jetzt in Gang gesetzt. Nordrhein-Westfalen muss sich jetzt positionieren. Und die ersten Punkte in diesem Gesetzespaket, in diesen Reformvorschlägen, wurden bereits aufgeweicht. Die Umweltverträglichkeitsprüfungen, die Sie angesprochen haben, die hilft uns nicht weiter. Umweltverträglichkeitsprüfungen, die sollen Projekte ermöglichen und durchsetzen und nicht sie verhindern. Frau Schulze-Vöcking, die direkte Abstimmung brauchen wir jetzt, weil wir jetzt eine Positionierung brauchen. Es gibt kein unbedenkliches Fracking.
Es geht nicht nur um wasserkritische Chemie, die bisher eingesetzt wurde. Es geht auch um das Flowback, das Lagerstättenwasser, den Wasser- und Flächenverbrauch, den Lärm, die Methanverluste, den CO2-Abdruck dieser Technologie. Ich wollte ja diese ganzen umweltkritischen Punkte eigentlich gar nicht mehr erwähnen, aber es ist anscheinend noch mal nötig, das zu tun. Frau Brems von den Grünen hat hier Frau Kraft zitiert, deren Ziel ist, kein Fracking zu erlauben, solange sie Ministerpräsidentin ist. Davor kann ich aber nur warnen. Das Bundesrecht bricht Landesrecht. Wenn Sie jetzt ein Fracking-Ermöglichungsgesetz bekommen, dann zerschießt Ihnen das Ihr Moratorium und Ihre Landesgesetzgebung und auch Frau Krafts und Ihre Wünsche. Wir müssen uns also jetzt positionieren, frühzeitig, während dieser Gesetzgebungsprozess in Gang ist und nicht danach, wenn es zu spät ist. Die Bürger hier wollen kein Fracking. Das Land braucht kein Fracking. Der Dialogprozess, der hier mehrfach auch erwähnt wurde, der wird von dieser Bundesgesetzgebung überholt und nicht von unserem Antrag, Herr Minister Remmel. Wir brauchen den rechtssicheren Ausschluss von Fracking und deshalb brauchen wir jetzt ein Verbot von Fracking. Und darauf läuft unser Antrag hinaus, dass Sie sich dafür bitte einsetzen mögen. Bitte nochmal um Zustimmung. Danke. Vielen Dank, Herr Rohwedder. Wir sind am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Die Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wer stimmt diesem Antrag zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt gegen diesen Antrag? SPD, Grüne, CDU und FDP. Gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall und damit ist dieser Antrag mit großer Mehrheit im Hohen Hause abgelehnt.